CSU-Fraktion hat die Kollegin Barbara Lanziger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Deutschen Bundestag. Ich möchte ganz zu Beginn eines festhalten. Ich denke, berücksichtigt man alle Gesetze, alle Regelwerke, die wir haben, dann ist diese Gesamtthematik, gehört diese Gesamtthematik, die wir heute diskutieren, sicher zu den politisch, menschlich und auch emotional schwierigsten im Parlament. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und es bedarf der Ausgewogenheit und auch der Abwägung zwischen kluger Diplomatie, Verteidigungsbereitschaft und Rüstungsexporten. Und dass das ohne Verstand gemacht wird, wie Sie es vorhin sagten, das weise ich ganz entschieden zurück. Wir haben strenge Regeln für Rüstungsexporte. Ich wiederhole das jetzt noch mal sehr deutlich. Vor allem für den Export von Waffen. In jedem Einzelfall wird streng darauf geachtet, wer welche Güter wann bekommt. Und Deutschland hat sich bei der Ausfuhr von Rüstungsgütern und hier vor allem bei Waffen mit den strengsten Regeln weltweit auferlegt. Und diese sind beispielsweise festgehalten im Grundgesetz, im Kriegswaffenkontrollgesetz, im Außenwirtschaftsgesetz und in den politischen Grundsätzen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000. Und es wurde schon erwähnt, von der damaligen rot-grünen Bundesregierung überarbeitet. Und letztere geben ganz klar vor, dass die Rüstungspolitik restriktiv gestaltet werden soll, sich aber auch am Sicherheitsbedürfnis und den außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik zu orientieren habe. Es wird immer der jeweilige Einzelfall geprüft und die letztendliche Entscheidung trifft der Bundessicherheitsrat. Dieses Gremium der Bundesregierung ist zusammengesetzt aus Vertretern des Bundeskanzleramts, des Auswärtigen Amts, des Innenwirtschafts- und Entwicklungsministeriums, des Justiz- und Verbraucherschutzministeriums und weiteren. Und ich möchte schon auch der Ehrlichkeit halber erwähnen, nachgeordnet spielen natürlich auch wirtschaftspolitische Interessen eine Rolle. Wir sind Exportland auch im Hochtechnologiebereich der Wehrtechnik. Und wichtig dabei ist auch zu erwähnen, dass die Prüfungen bei uns länger dauern, oftmals als ein Jahr. Und dass bei internationalen Rüstungsverträgen wird teilweise mit dem Label German Free geworben. Und das sind durchaus auch enorme Standortnachteile für unsere Industrie. Und auch hier wird ganz deutlich, die außen- und sicherheitspolitische Bewertung möglicher Empfängerländer hat immer Vorrang. Unter anderem im international anerkannten Wassenaar-Abkommen ist definiert und im Außenwirtschaftsgesetz, rechtlich festgehalten, was Rüstungsgüter sind. Rüstungsgüter, wie sie im Rüstungsexportbericht aufgeführt werden, sind eben nicht nur Kriegswaffen, sondern auch zum Beispiel Nachtsichtgeräte, Feldkrankenhäuser in geschützten Containern, Boote zum Küstenschutz, gepanzerte Fahrzeuge und vieles mehr. Und das wird auch mit dem Blick auf den Rüstungsexportbericht deutlich. Es stimmt, dass für Katar auch Einzelgenehmigungen für Panzer ausgesprochen wurden. Das muss auf Dauer sicher differenziert betrachtet werden, aber bei genauerer Betrachtung der Liste wird auch deutlich, dass eben auch ganz andere Güter exportiert werden und wurden. Zwei Beispiele lassen Sie mich nennen. Lieferungen an Saudi-Arabien umfassen beispielsweise auch Fahrgestelle für unbewaffnete Transporter, Lkw und Geländewagen mit Sonderschutz. Lieferungen an Oman beispielsweise auch Teile für Feuerleiteinrichtungen, Lkw, Dekontaminationsausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Teile für gepanzerte Fahrzeuge. Wir haben internationale Verpflichtungen und ebenso außen- und sicherheitspolitische Verantwortung. Und unsere außen- und sicherheitspolitischen Instrumente sind vielfältig. Rüstungsexporte sind eines davon. Und nur so können wir auch in diesem hochsensiblen Bereich unsere wehrtechnischen Kernkompetenzen und somit Handlungssouveränität bewahren. Das ist wichtig.
Und nur so können wir unsere internationalen Partner inner- und außerhalb der EU und der NATO selbst befähigen, beispielsweise Grenzen zu sichern und gegen Terrorgruppen vorzugehen. Wir können und wollen nicht überall unsere Soldatinnen und Soldaten hinschicken. Niemand macht sich die Entscheidung zu Rüstungsexporten leicht. Die Entscheidung muss unter Einbezug außen- und sicherheitspolitischer Überlegungen immer sorgfältig abgewogen werden, und das wird getan. Ihr Antrag wird dem nicht gerecht. Daher lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Dr. Ute Fink-Krämer das Wort.